Hallo liebe User, ich begrüße euch zu Preisbock TV, heute mit Michael an meiner Seite. Den Hallo. Kennt ihr ja schon vom letzten Mal, vom MacBook. Das hat er ja ganz super erklärt. Und heute haben wir so ein ganz verschiedene Ladegeräte von Artvis für euch, wo ihr alle möglichen USB-Sachen mit aufladen könnt. Ich würde einfach mal anfangen mit dem ersten Teil. Und zwar ist das ein USB-Plug. Damit könnt ihr, hier unten sind so Anschlüsse für alle möglichen USB-Geräte. Da steckt ihr einfach das Gerät rein. Wir nehmen jetzt mal zum Beispiel hier ein iPhone, die ja sich meistens wirklich nur am Rechner laden lassen und den braucht natürlich jetzt nicht mehr. Habt ihr halt schöne Steckdose, könnt das ranmachen. Ja. Also gerade jetzt für die kalte Jahreszeit, wenn man dann doch mal wieder krank im Bett liegt und nicht unbedingt die halbe Hardware neben sich stehen haben möchte, ist das ideal. Einfach Steckdose rein. Und wie man gerade sieht, also es fängt sofort an zu laden und ihr könnt dann ihr braucht nicht alle eure USB-Ports am Rechner mehr für das Aufladen eurer ganzen iPhones und MP3-Player zu nutzen. Genau, überall wo eine Steckdose ist, könnt ihr das ja aufladen. Nicht nur iPhone, auch iPods, PDAs, Navigationsgeräte und was nicht auch noch alles gibt an MP3-Playern. Das Tolle ist, das eine Teil hier hat sogar zwei USB-Ports, das heißt, wir können gleich zeitgleich zwei Geräte aufladen. Natürlich sehr hilfreich, da hat man nicht zu viel an der Steckdose hängen. Das gleiche Gerät haben wir dann auch noch einmal in Schwarz und in Weiß mit jeweils einem Port. Also jeder, wie er möchte, ist jedem überlassen. Dann haben wir auch noch ein Carport, was wir hier extra euch zeigen möchten, weil wir gerade kein Auto zur Hand haben. Aber auch das haben wir heute im Angebot. Ja. Damit könnt ihr dann dementsprechend genau auf dieselbe Art und Weise im Auto dann euer iPhone meinetwegen laden und direkt im Auto dann Musik hören. Genau, und sowas geht nur gerade gerne im Auto mal aus und dann will man telefonieren und steht irgendwo und da ist natürlich ideal, wenn man sowas zur Hand hat. Ja. So, und ihr müsst nur ein ganz kleines bisschen aufpassen, also nicht jedes USB-Gerät lässt sich darüber, also es lässt sich schon alles drüber laden, was aber dementsprechend auch Strom braucht. Also ein MP3-Player, der mit Batterien läuft, der lässt sich darüber natürlich nicht aufladen. Ohne Ladegerät geht gar nichts. Und vor allen Dingen hat das Ganze auch noch einen Überspannungsschutz. Das heißt, da schießt euch nichts durch. Genau. Das funktioniert alles einwandfrei. So. Und dann haben wir dazu noch eine sehr geniale Erfindung. Das ist ein Powerbed von Artvis. Ist quasi ein Mini-Akku, den ihr überall mit hinnehmen könnt, den man selbst erstmal laden kann. Das Kabel ist mitgeliefert und da kann man zum Beispiel gleich dieses Artvis Powerplug nutzen und das Ganze dann auch über die Steckdose erstmal vollladen. Ihr seht dann hier, ist eine Anzeige, da seht ihr, ob es voll ist oder nicht. Das dauert natürlich seine Zeit, bis es geladen ist, aber wenn es dann einmal geladen ist, könnt ihr euren iPod oder euer iPhone zum Beispiel anderthalb Mal aufladen. Und das nur mit dem kleinen Gerät hier. Ihr braucht keine Steckdose in der Nähe. Also gerade wenn ihr unterwegs seid, ist das ideal. Für längere Touren. Genau. Einfach dann auch nur das Kabel hier ranstecken. Und ihr seht wieder, es fängt direkt an zu laden. Lädt das Ganze. Ja. Genau. Und über die Anzeige erfahrt ihr auch immer den Akkuladestand, den das Gerät gerade hat. Genau. Und es ist total simpel und total einfach gemacht. Also ihr könnt nichts falsch machen. Genau, mit dem integrierten Kabel. Das passt, glaube ich, sogar bei anderen Geräten von dem Anschluss her. Und hier kriegt ihr noch eine schöne Hülle dazu und könnt das schön in die Tasche packen. Man hat immer was dabei, braucht keine Steckdose, kein Auto, nichts. Gerade beim iPhone oder beim iPod oder auch beim MP3-Player, den ihr zur Hand habt, ist überall aufgeladen. Das war es eigentlich, was wir euch heute vorstellen wollten. Ganz viele Ladegeräte und wir hoffen, es gefällt euch und ihr schlagkräftig zu auf der Alm. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.